Am 7. September endete im Baden Airpark zu Karlsruhe Baden-Baden die Doppelmesse Tiefbau Live Recycling Aktiv 2013. Das Fazit des Veranstalters. Wir als Ausrichter sind mit der Veranstaltung sehr zufrieden mit der Doppelmesse, zumal wir auch ca. 10% mehr Besucher gewinnen konnten. Und was besonders erfreulich ist, ist, dass die Qualität der Besucher noch besser geworden ist. Wir also über 90% Fachbesucher haben, wenn auch der Sonnabend, der dabei war, so ein bisschen vielleicht Familie mitgebracht hat. Aber das gehört zu so einer Veranstaltung dazu. Wir können also rundherum ein sehr gutes Ergebnis vorlegen. Soweit wir uns bei den Ausstellern erkundigt haben, ist das Feedback überwiegend positiv, wobei wir ein genaues Ergebnis noch bekommen. Wir werden ab Montag eine Umfrage bei allen Ausstellern abfragen, um zu hören, wie ist generell die Zufriedenheit. Aber wir sind sehr zuversichtlich und haben das, was wir gehört haben, als positives Feedback registriert. Die Highlights der diesjährigen Recycling Aktiv und Tiefbau Live waren sicherlich die großen allgemeinen Demonstrationsflächen. Zum ersten im Bereich der Tiefbau Live die Musterbaustelle, die erstmals um den Bereich Straßenbau erweitert wurde, und im Bereich der Recycling Aktiv der mobile Schrott- und Metallplatz, auf dem 14 Firmen ihre Leistungsfähigkeit live vorführten. Also in diesem Jahr haben wir eine äußerst erfolgreiche Doppelmesse durchgeführt und freuen uns schon sehr, dass wir in 2015 wieder mit dieser Doppelauflage starten dürfen. Wir haben selbstverständlich einiges dazugelernt. Erstmals haben wir diesmal den Samstag als Messetag mit hinzugewonnen und sind sehr erfreut über den Erfolg dieser Veranstaltung. Die Planungen für 2015 haben bereits begonnen. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.